Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen und hallo liebe Ute. Hallo, liebe Nada. Was für ein Geschenk, was für ein Geschenk. Und vielleicht erzählen wir von dir noch gar nichts, weil es gibt ja vielleicht immer noch Menschen, die dich nicht kennen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber die gibt es noch. Und vielleicht erzählen wir erst später noch, worüber man dich kennen könnte. Ist das okay? Ja, er ist wundervoll. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du meiner doch auch, glaube ich, persönlichen Einladung nachgekommen bist, dass ich sagte, du gehörst dazu, zu den Menschen der neuen Zeit. Und ja, ich würde mit dir jetzt einfach mal so beginnen mit dem Standard. Vielleicht, warum hast du ein Ja dazu gehabt zu der Einladung? Ein großes Jahr war das. Ja, es war nicht nur ein kleines Jahr, es ist ein großes Jahr. Einfach, wir beide sind uns ja letztes Jahr schon begegnet, wobei es davor ja auch schon seit einigen Jahren eine Verbindung gibt und ich glaube sogar seit vielen Leben eine Verbindung gibt. Total. Und bei mir geht einfach alles auf, wenn ich in dein Feld eintrete, wenn ich in euer Feld eintrete. Und als ich dann gemerkt habe, was ihr alles ins Leben ruft, habe ich nur gewusst, dass es dafür bin ich selbst auch angetreten. Ja, wir sind einfach, ja, sagen wir einfach mal Inspirationsmenschen oder Wesen, die gerne Menschen darin begleiten möchten, noch mehr herauszufinden, wer wir wirklich sind, diese göttlichen Wesen einfach. Ja, und da war halt einfach sofort ein Gleichklang zwischen uns beiden und überhaupt. Ja, der ist einfach da von Anfang an, das erste Mal, als ich dir jetzt in diesem Leben begegnet bin, tatsächlich digital, war auch sofort, oh, so das da. Und du weißt es noch nicht, ich bin die Einzige, die es weiß, dieses Gespräch wird am 30. Dezember online gehen. Das heißt, dieses Gespräch wird das letzte in dem Jahr 2023 sein. Und vielleicht, weil das für mich auch dieser Inhalt ist, wir aus meiner Sicht, aber du wirst noch gleich deine Sicht sagen, sind wir ja in der Veränderung. Aber nein, ich erzähle jetzt nichts, aber auf jeden Fall ist dieses Datum für dich gebucht, für dieses Gespräch. Magst du uns ein bisschen von deinem Weg erzählen? Weil für mich ist es so, dass jeder, der so ein Ja hat und das Gefühl hat, ja, also das sind meine Themen, deswegen bin ich da, deswegen lebe ich, deswegen bringe ich das so in die Welt und bin ja ein ich mag vielleicht doch gleich was von dir erzählen, weil ich gerade sagen wollte, ich bin ein Instrument auf meine Art und Weise, die Botschaft in die Welt zu geben, Chance zu sein, Erinnerung zu sein, Hände zu reichen, Herzen zu öffnen. Und unser Weg aber hat uns ja sehr zu dem gemacht oder hervorgebracht, so wie wir jetzt hier sind und wirken und klingen Und dürfen. klingen wir, ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Nein, wir kommen eh gleich nicht drum herum, wenn du von deinem Weg erzählst. Weil für mich erscheint es so wichtig, was hast du erfahren auf deinem Weg? Was hast du erkannt auf diesem Weg? Weil all das ist ja jetzt da und all das gibst du in diese Zeit, gibst du in das Feld, gibst du in diesen Moment. Und ich freue mich jetzt, ich weiß schon ein bisschen, aber wer weiß, vielleicht erfahre ich ja noch mehr, was du uns teilen magst über deinen Weg, deine Erfahrung und deine Erkenntnisse bis jetzt. Ja, es ist interessant, jetzt nochmal so zurück zu blicken, wie doch alles Stein auf Stein wirklich sich oder Puzzle für Puzzle sich sahin zusammengefügt hat, wo es jetzt ist. Also diese wirkliche göttliche Führung. Selbst wenn man von meinem Verstand oft immer zwischendurch reingrätschen wollte und sich's oft so schwer gemacht hat, weißt du, ist es jetzt einfach so, dass ich sage, ah ja, dafür bin ich hergekommen, ja. Es schließt sich irgendwie so dieser Kreis. Ja, also jetzt weiß ich gar nicht, ob ich jetzt noch ganz früh Kindheit oder Was bei dir da ist, was du für diesen Moment glaubst, das möchtest du gerne teilen. Also was ich für mich gehe, wirklich eine meiner wertvollsten Erkenntnisse ist Folge der Freude.
Wirklich folge der Freude, schau, was dir richtig Spaß macht, denn darin liegt der Weg und nicht das, wenn der Verstand sagt, nein, davon kannst du nicht leben und die ganzen Themen. Und so ist es mir halt irgendwie ergangen. Der Anfang war ein bisschen schwierig, ich plappert's jetzt halt einfach doch auf, ich liebe Musik. Ich liebe Musik, ich liebe den Gesang und dennoch habe ich wirkliche Hürden gehabt, wo ich zwischendurch dachte, ist das wirklich der Weg jetzt des Gesangs? Und ich habe halt mit 3 die Stimme verloren, habe viele Stimmband-OPs gehabt an die 20 und wollte trotzdem immer singen, weil ich gemerkt habe, wenn ich singe, bin ich glücklich. Und ich komme aus einer musikalischen Familie, bei uns wurde zu Hause sehr viel gesungen. Und dann habe ich noch eine OP gehabt mit 24 und danach wollte ich Sängerin werden. Und alle haben gesagt, tu es nicht. Niemand hat da gesagt, tu es, ja. Und da habe ich wieder gemerkt, der Wille. Wenn der Wille da ist und die Freude da ist. Ich weiß nur, dass ich, als ich aus der Arztpraxis raus bin, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich es trotzdem. Das war einfach Stärke. Und im Nachhinein bin ich diesem, ja, diesem Gottesblitz oder diesem Willen, bin ich so dankbar, dass er gesagt hat, dass er, dass nicht die Angst mich geleitet hat, sondern die Freude. Und so wollte ich dann halt gerade los, richtig durchstarten als Sängerin. Da kam wirklich nochmal so Herausforderungen, habe ich das rechte Auge verloren. Und da habe ich wirklich gedacht, boah, jetzt mit 24, jetzt mit dem Glasauge auf die Bühne. Dann kamen nochmal Ängste. Ja, soll ich das? Ist das wirklich mein Weg? Halleluja! Was sind das für Steine, die mir das Leben da in den Weg schmeißt? Und gleichzeitig habe ich gedacht, ach, mach's einfach. Egal, ob die Menschen dich mögen oder nicht, das Singen macht mich glücklich. Mhm. Da habe ich wieder gemerkt, ja, der Einzige, der mich zurückhalten kann, bin nur ich. Es sind nicht die Menschen. Ich halte mich zurück oder ich gebe mir ein Ja. Und ja, und so habe ich angefangen, einfach zu singen. Und gleichzeitig mit diesem Verlust des Auges ist aber auch die Liebe zur Spiritualität in mein Leben gekommen. Ja. Das finde ich einfach immer wieder magisch, wie alles zusammenpasst. Kein Unglück ist so groß, dass es nicht dieses Glück in seinem Schoße birgt. Weil das Buch damals noch von Dr. Joseph Murphy in den 1986, das hat mir so viel geöffnet. Ja. Ärzte haben gesagt, du lebst noch 6 Monate, das Übliche, bla bla. Und in dem Buch steht drin, ey, du bist Macht, dein Geist hat Macht. Und dann habe ich einfach Affirmationen, viele, viele gesprochen im Krankenhaus. Und ja, das Auge wurde entfernt, aber danach hieß es ein Wunder. Ja, es ist kein bösartiger Tumor, sondern ein gutartiger und ich lebe. Und da war die, der, wie soll ich das sagen, das ist die Tür aufgegangen, wer bin ich wirklich? Mhm. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir uns diese Frage stellen, wer bin ich wirklich, was bin ich wirklich, dann kommen Antworten. Und dann beginnt der Weg. Und der ist nicht immer huschi-puschi, der ist auch immer wieder Vertrauen, Zweifel, Vertrauen, Zweifel. Ja. Und ich glaube, da stehen wir Menschen auch. Wir haben das Vertrauen zu Gott oder zu dieser Höheren, das, was wir wirklich sind, ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Und dahin wieder zu kommen, dafür, glaube ich, bin ich auch angetreten. Ja. Zur großen Freude und zum großen Segen von so vielen. Jetzt wisst ihr es mittlerweile, dass du eine wunderbare Sängerin bist, eine wundervolle Sängerin. Nicht nur eine tolle Sängerin, sondern deine Botschaften, deine Lieder, deine Vielfalt auch in den Texten, in deinem Ausdruck. Und ich durfte dich ja jetzt erst vor kurzem live erleben auf der Bühne. Das ist natürlich ein Highlight, weil du so authentisch 1:1 von dir viel, ja auch von deinem Leben teilst, aber in der Musik und so viel, ich konnte ja schauen, wie auch andere darauf reagieren. So viele haben einfach nur genickt. Also du sprichst so vielen, singst so vielen aus dem Herzen, aus dem sich auch nicht alleine fühlen, sondern ja, du sprichst, singst aus, was vielen gar nicht so bewusst ist, aber dadurch, dass du es auch noch in Texte und in Gesang und in Musik erreicht es so viele Ebenen. Ich habe gesehen, was an diesem Abend mit den Menschen passiert ist. Und das ist einfach, ja, danke dir erstmal an
der Stelle, dass du nicht aufgegeben hast. Vielleicht magst du kurz von deinem Freund Chuck noch erzählen oder so, dass der dich nicht aufgehalten hat. Ja, danke dir einfach, dass du deinen Weg gegangen bist und die Hürden genommen hast und dieser Freude und diesem Ruf treu geblieben bist. Trotz großen, nicht nur kleinen Stolpersteinen, würde ich sagen, sondern großen Felsen auch vielleicht. Ja, so gefühlt schon ein bisschen Felsen. Nicht ein bisschen, sondern so gefühlt war es schon, ja. Mhm. Du hast eben den Jacques erwähnt, also ich habe ja meinen Plapperer im Kopf, ob ich ihn jetzt Ego verstand, ich habe ihn einfach Monsieur Jacques genannt, weil ich gemerkt habe, wenn ich mich nicht mehr identifiziere mit meinen Gedanken, dann hat er weniger Macht über mich. Ja, Gedanken kommen mir einfach huschel die Huschel und entweder ich lade sie ein und biete ihnen einen Tee an oder ich sage, da ist die Tür. So bin ich halt mit diesem, ich liebe es in Bildern. Ich liebe es einfach in Bildern zu denken, zu fühlen. Und dann habe ich mir ihn einfach vorgestellt, wie er immer wieder reinkommt und dazwischen reinkrätschen will und mir sagen und mir Angst einjagen will. Und er ist wirklich ein kleiner Angsthase, ja. Oder manchmal ein großer. Und dann durfte ich Angst fühlen. Also ich will nichts verdrängen. Ja, ich möchte nichts verdrängen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wenn ich einfach nicht mehr alles glaube, was er mir sagt, dann wird es schon ruhiger in mir. Mhm. Ja. So sind wir alle auf diesem Weg, ja. Wir haben alle einen Plapperer im Kopf, der mal lauter, mal leiser spricht. Und entweder wir glauben ihm das, dann fahren wir halt wieder so eine Runde im Drama auf dem Zug der Dramatik. Oder wir steigen auf den anderen Zug ein und das ist der Vertrauen. Und der fühlt sich sofort wohl an. Hm. Da entstehen dann die Wunder. Ja, und ich finde, du hast also, wie ich es wahrnehme, einfach so eine liebevolle, auch fast freundschaftliche Beziehung zu deinem Monsieur Chuck und gleichzeitig eine sehr klare auch. Ich finde es eine ganz schöne Herangehensweise. Es gibt viele Techniken, es gibt viele Wege, aber dein Monsieur Chuck finde ich schon sehr charmant. Ja, es ist einfach, ich habe ihm ja so ein Büro in meinem Oberstübel eingerichtet. Und da habe ich gesagt, da kann er seine Ich-AG gründen. Und manchmal kommt er da. Es ist einfach, wenn ich es spielerisch mache, ja. Mhm. Humor ist einfach das, was uns sofort aus dem Drama rausbringt. Mhm. Er liebt Drama, er hat ja Dramaturgie studiert. Er hat einige Semester hinter sich, aber wenn ich über ihn lache und sage, wow, den Gedanken glaube ich jetzt nicht, Burschi. Ja. Den kannst du jetzt irgendwo auf deine Karteikarten schreiben und wieder einheften zu seinen Erinnerungen. Und dann, ja, das kriegt einfach Leichtigkeit. Hm. Darum geht es mir viel, ja. Hm. Tiefer mit Leichtigkeit zu verbinden und mal öfters über uns selbst zu lachen. Hm. Das tut so gut, das ist einfach so erholsam. Ja. Also ihr Lieben, vielleicht lädt euch das ein, auch so ein kleines Stübchen für euren Monsieur, wie auch immer ihr ihn nennt, ja. Oder Mister oder wie auch immer. Madame Herr. Blabla. Madame Blabla, Madame Drama Queen. Ja. Einzurichten ist eine ganz segensreiche, heilsame Möglichkeit. Du hast so jetzt gerade gesprochen, dass ja dieses der Freude folgen deine vielleicht wichtigste Erkenntnis war bis jetzt? Das und dass ich geführt bin, also dieses der Freude folge, weil ich merke, ich komme mit so vielen Menschen zusammen, die unglücklich sind mit dem, was sie tun und komplett im Kopf halt. Der Kopf ist da, er sitzt vorne präsent und sagt nichts, du musst deine Miete bezahlen von irgendwas. Und wenn ich dann daherkomme, dann merke ich schon, dass manche nehmen es auf und andere eben, das sitzt da einfach zu fest drauf. Aber es ist einfach so. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal von der Musik oder von den eigenen Songs leben kann. Ich habe immer noch früher meinen Beruf als MTA noch ausgeführt, ja, halbtags. Und weil ich auch gemerkt habe, die Musik ist mir so heilig und ich wollte die immer nur aus der Leichtigkeit heraus machen. Und dann ist auf einmal, haben sich die, mit den eigenen Songs haben sich die Türen geöffnet. Mhm. Und auch das wieder, ich habe einfach angefangen. Ne, der liebe Micha Miltenberger hat ja sein Buch geschrieben, Mut ist Angst plus ein Schritt. Weil ich habe auch immer ein bisschen Angst gehabt. Die Mutigen haben alle Angst, ja. Die machen dann plötzlich den ersten Schritt. Und
da habe ich gemerkt, als ich die ersten Songs mache, riefen viele, hey, mach doch wieder Coversongs. Ne? Geh doch, ne? Bleib schon in deiner Komfortzone. Mhm. Verlasse sie nicht, aber für mich habe ich gesagt, ich kann es nicht mehr. Mhm. Und es musste einfach raus. Ja, auf jeden Fall. Vom ersten Album habe ich Hosen voll gehabt, da habe ich wirklich Angst gehabt, mich so verletzlich zu zeigen. Ne? Und dann habe ich wirklich gemerkt, dass das die größte Stärke ist, sich verletzlich zu zeigen. Und dass es keine Stärke ist, so zu tun, als ob ich stark bin, sondern ne, etwas vorzuspielen, sondern mit allem mich wirklich zu zeigen. Dann sind viele Herzen aufgegangen, weil so wollen wir alle, wir wollen uns alle so zeigen, wie wir sind. Ja. Ja. Ja, und das, ja, so ist es. Wollte ich gar nichts dazu fügen. Ja. Du Liebe, wir haben ja so das übergeordnete Thema Menschen der neuen Zeit. So, wie erlebst du denn diese Zeit? Das ist jetzt schon fast ein abgedroschener Begriff. Ich mag ihn schon fast gar nicht mehr. Und dennoch, ja, wie erlebst du diese Zeit? Magst du da was sagen, deine Sicht? Auch teilweise sehr herausfordernd. Ich merke auch bei mir, 30 Jahre Innenarbeit, manchmal komme ich mir vor, als wenn ich wieder in der ersten Grundschule bin. Also, weißt du was, ich meine, es kommen auch immer mal wieder Themen, wo ich denke, wow, wow. Ne? Einerseits bin ich dann dankbar, weil ich es nochmal fühlen darf. Andererseits kommt halt auch der Monsieur Jacques da rein und sagt, nein, dieses Gefühl jetzt nicht. Ja. Also ich merke, dass wir Menschen gefordert sind und auch die Pioniere, die vorausgehen, die sind davon nicht ausgeschlossen. Und gleichzeitig, ich habe jetzt mittlerweile die Werkzeuge, um zu wissen, ey, was kann ich machen, einfach um wieder in die Liebe, in den Frieden zu kommen. Und da gucke ich jetzt einfach jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sage ich, ich habe keine Ahnung, führt ihr mich? Ja, wohin möchtest du, dass ich gehe? Was möchtest du, was ich sage und zu wem? Und dem wirklich zu folgen, das wünsche ich uns alle. Und ich glaube, da geschieht auch etwas. Ja, ich merke wirklich, dass die Menschen müde sind und ausgebrannt. Sie haben keine Lust mehr, zu viel dem Denker einfach. Sie sind diesem Denker oft teilweise hilflos ausgeliefert. Und dahinter steht auch immer wieder den Widerstand für das, was gerade ist. Und den echt anzunehmen, ist die größte Challenge für uns alle, ja zu sagen zu dem, was ist. So schön. So schön. Ja. Ja, und du bist so für mich so ein lebendiges Beispiel, den Weg zu gehen. Und dadurch, dass du den Weg gehst und dadurch, dass du öffnest du wie ganz viele Türen und einfach auch Mut. Also ich glaube, das erste Lied, was ich von dir gehört habe, war dieses Wofür brennst du? Ne? Mhm. So. Und das einfach brennen lassen und dadurch auch irgendwie so viel zu öffnen für andere, die sagen, okay, jetzt probiere ich es auch einfach jetzt so ganz, ja. Für mich so ein großes Geschenk. Und danke dir. Weißt du, jeder an seinem Platz, auf seine Art. Ne? Ja. Jeder von uns hat alle Gaben. Wir haben alle wirklich Gaben. Wenn zu mir einer kommt und sagt, ich habe keine Gaben, sage ich, du sitzt erstmal dein Monsieur Jacques irgendwo gemütliche Cappuccino trinken lassen, weil nur ein Ego spricht so etwas. Wir haben alle Gaben. Absolut. Jeder auf seine Art. Und ja, wenn jeder das macht, dann schauen wir nachher mal eine glückliche Welt. Absolut. Und ich weiß gar nicht, ob du diese vier Hauptpunkte kennst von diesen Gesprächen. Wahrscheinlich nämlich nicht. Der dritte Punkt geht nämlich um die Gaben. Die Gaben, weil ich genau das so sehe, dass jeder eine oder mehrere Gaben hat. Etwas Einzigartiges, etwas, was ihn in seiner Individualität ausmacht, aber was auch wie ein Auftrag, eine Aufgabe ist, es auch zu leben, es auch ins Feld, in diese Zeit zu geben, diese Gabe. Und bei dir ist es offensichtlich, aber jetzt unabhängig von deinem, wie du lebst, von deinen Liedern, von deinen Texten, von deinen Botschaften, wo hast du denn das Gefühl, aber das ist eigentlich für dich, wenn du so richtig nach innen spürst, das ist eigentlich meine Kerngabe. Ich glaube, es ist die Liebe. Also, ja.
Engelshaut. Oh, über und über. Ich glaube, es ist die Liebe. Boah. Ja. Jetzt kommen mir die Tränen. Es ist die Liebe. Ja. Ja, die Liebe Oh. einfach fließen lassen. Das ist irgendwie, ja, wenn ich das jetzt Gabel sage, wir sind alle diese Liebe. Und es ist einfach, ich weiß da gar keine Worte dafür. Es fließt halt einfach. Ja. Das kam genau jetzt zum Ausdruck. Genau das, dass du das aussprichst. Völlig ungeplant, völlig ohne Monsieur Jacques, der hat gerade geschlafen. Gerade. Ja, das spüre ich bei dir sowas von. Ein Instrument der Liebe zu sein und zu erinnern. Ja. Den Leuten, Menschen Freude und Liebe zu bringen. Ja, so war ich schon als Kind. Also ich weiß, dass ich als Kind schon das Kasperl gemacht habe und die Leute gern unterhalten habe und ihnen ein Lächeln ins Herz gezaubert habe. Das war schon immer. Und ja, das ist schön, dass du das jetzt gesagt hast. Ich habe jetzt auch schon mal gesagt, singen, singen, aber da ist ja etwas Tieferes, ja. Die durch deine Musik und deine Stimme kommt und sich ausdrückt, ja. Ja, wir sind ja Klang, ne? Wir sind reine Energie, wir sind Klang und deswegen macht Musik so viel mit uns. Es ist ein Herzöffner. Und wenn ich einen Auftritt habe, dann werde ich auch immer danach, davor ganz still und sage ich immer, ey, ich drehe zurück, sing du durch mich. Ja, sing du, sprich durch mit. Und der Monsieur Jacques sagt immer, du musst doch wissen, was du bei deinem Auftritt sagst. Ich sage immer, nein, ich habe keine Ahnung, ich will es auch nicht wissen. Ne? Ich will nicht vorbereitet sein, ich möchte mich nicht vorbereiten. Und was dann eben geschieht, ist das, was wirklich hilft. Und ich erinnere jetzt gerade auch, ich habe mein Newsletter gestern Abend rausgeschickt und da ging es ums Versagen. Und das Schöne ist, dass du bei meinem Konzert dabei warst, wo ich auf der Bühne stand und beim dritten Song, ich verzeih mir, der Text plötzlich weg war. Und ich merkte, mein Missy Jacques, wie er um die Ecke kommt, so, Blamage, Blamage, Hilfe, was tust du? Und gleichzeitig war der auf die Stimme, die gesagt hat, ach, versag ruhig mein Herz, es ist alles gut, ich habe dich auch so lieb. Und ich glaube, wenn ich mir erlaube zu versagen und liebevoll mit mir bin, dann gebe ich allen die Erlaubnis zu versagen. Weißt du, was ich meine, dieses Total, Versagen? total, total. Das Verbindestrich war so ein Geschenk Wagen. tatsächlich, dass du da stehst und sagst, jetzt habe ich den Text vergessen. Und das auch kommunizierst, genau bei diesem Lied. Und also ich weiß nicht, ich glaube, wir alle haben es nicht als Versagen erlebt. Wir alle nicht so, ne? Es war eher so, was für eine Stärke, was für ein. Jetzt ist es so. So, weil, ja, es war so viel Liebe im Raum, so viel, ja, fehlen mir jetzt auch die Worte, aber es hatte keinen Geschmack von Versagen oder Ja. irgendwie, keine Ahnung, sondern eher so, es ist Verstehen, so. weil jeder das kennt, dieses Gefühl, einfach mal vielleicht nicht den Anforderungen gerade zu entsprechen. Nicht so funktioniert gerade. In dem Moment war ja kein Funktionieren da. Also funktionieren. Ja, ich glaube, das verbindet uns alle. Wir wollen wirklich alle mit allem, was in uns ist, in der Liebe sein. Ja. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt dafür gehasst hätte oder irgendwie ganz hart mit ihr umgegangen wäre, wer weiß, wie mein Außen gewesen wäre. Ich glaube, immer außen kriege ich immer nur das gespiegelt, wie ich mit mir selbst umgehe. Da hatte ich einfach keine Lust, mich dafür anzukreiden. Und dann ist es einfach geflossen und es war heilsam. Ich habe für mich selbst habe ich da ganz viel mitgenommen. So schön, so schön. Ja, das macht uns, finde ich, menschlich und es verbindet uns als Menschen. So, dass da, ja, ich habe das Gefühl, dann steht nichts mehr zwischen uns. Es steht kein, ich bin irgendwie, ja, es ist einfach, es öffnet einfach alles. Es lässt uns so ohne jegliche Trennung uns spüren. Absolut, ja. Ja. Weißt du, durch das Singen stehen wir ja Sänger oft auf einer Erhebung, auf einer Bühne. Und ich sage immer, denk dran, es ist immer nur das Ego. Hör auf zu bewundern, Menschen zu bewundern, weil das Ego bewundert, aber es will dann gleichzeitig die Leute auch wieder runterbringen. Ja? Und dann schaut es dann irgendwann runter, siehst du, ob du gleich gesagt, die hat nichts drauf oder was auch immer. Das ist das Ego. Oder?
Und ich habe gemerkt, hey, wenn ja, so etwas einfach zu zeigen, so bin ich mit allen Ecken und Kanten, erlaubt den anderen genau ebenfalls zu tun. Und dann ist da einfach, darum geht es ja in dieser neuen Zeit. Niemand ist größer, niemand ist kleiner. Wir sind alle echt, alle eins. Wie sehr ich das erst verinnerliche jetzt mit 61 Jahren. Da bin ich echt so dankbar drum, ja. 2016 den Song geschrieben, alles ist eins, aber ich glaube, jetzt ist es erst in den Zellen angekommen, dass der andere nur ich bin. Und was ich an dem anderen nicht leiden mag, wenn ich den verurteile, dann kann ich das nur, weil ich mit mir selbst hart ins Gericht gehe. Also, bäm, liebe ich den anderen. Ja, weil das ist das, was ich selbst mit mir machen möchte. Und deswegen ist es so einfach. Es wird einfach auf einmal das Leben. Wir kommen zum vierten Punkt. Oh, ja. Spannenderweise, ich hatte jetzt während das so war, so, ich habe null Ahnung. Das ist ein Punkt, mit dem ich normalerweise mit Menschen auf eine Reise gehe, von der ich vorher auch noch nicht weiß, wohin. Und jetzt gerade mit deinem letzten Satz, mit dem Wumm, kam etwas rein. Und es geht, ich sagte vielleicht das Oberthema, es geht eigentlich um eine Botschaft für die Menschen in dieser Zeit. Und normalerweise, das hat mit dem ersten Gespräch, was ich mit Kurt hatte, der es gerade ganz viel mit Außerirdischen und so hat, fing es an, dass ich mit Menschen, also unterschiedliche Reisen mache, so ein bisschen raus aus dem, was jetzt ist. Da jetzt dieses Gespräch am Ende dieses Jahres 23 ausgestrahlt wird, bitte ich dich jetzt mit mir eine Zeitreise zu machen in das Jahr 24. Du kannst auch noch weiter. Und von dort aus auf diese Zeit, jetzt auf diesen Übergang, auch nicht nur des Jahreswechsels, sondern in dieser Zeit zu schauen, was kommt für eine Botschaft zu den Menschen. Und ich möchte, dass du es nicht sprichst, sondern singst. Intuitiv, was kommt? Wow. Ich danke dir. Ich danke dir. Ja, liegt dir noch was am Herzen? Was magst du noch teilen? Was ist da bei dir? Wofür magst du den Raum noch nutzen?
Ja, irgendwie den Raum für Gott. Ich weiß, dass viele von uns irgendwie den Glauben auch irgendwie verloren haben oder sich dem nicht mehr so zugehörig fühlen. Ne? Vieles ist auch durch die Kirche da geschehen. Und gleichzeitig ist es einfach so, als wenn man unser Heiligstes uns genommen hat. Und da wieder hinzukommen, sich dessen wieder zu erinnern, das erfüllt mich selbst mit tiefer Berührtheit, weil ich den Zweifler auch kenne. Ja, auch ich habe irgendwie immer mal wieder gedacht, ist er wirklich da? Ist es wirklich da? Ist diese Kraft wirklich in mir, um mich herum? Und ja, sie ist da. Sie ist eindeutig da. Und da kommen mir sofort wieder die Tränen, weil ich weiß, das ist die Wahrheit. Und alles, was die Wahrheit ist, das berührt und es geht ins Herz. Und alles, was Lüge ist, wird uns das Herz einfach zusammenkrampfen lassen. Und daran können wir es erkennen. Und das ist einfach, wo ich jedem wirklich horch hinein, wenn das Herz aufgeht, wenn die Gänsehaut kommt, dann weißt du, das ist es. Ja, ich bin angeschlossen, ich bin's immer. Ich sage immer, hey, höre selbst, ja, halt mich fest, wenn ich mich wieder von dir losreißen will. Halt meine Hand fest, ich reiß mich immer wieder von dir los, nicht du von mir. Mhm. Ja, das möchte ich noch mitgehen. Ja. Mhm. Bitte dein höheres Selbst, halt mich fest, dass ich nicht wieder abwitsch. Und das wird es immer tun, das wird es immer. Genau. Was für ein Geschenk, was für ein Geschenk. Ich danke dir so sehr, dass du für uns das alles möglich machst, weißt du. Wir brauchen es, wir brauchen es. Uns alle brauchen wir. Ja, wir brauchen es. Ja, ja. Brauchen und wir genießen es und wir freuen uns und da ist so viel Dankbarkeit und mache ich gerade noch mal eine kurze Zeitsprung. Ihr merkt an unseren Sachen, es ist noch gerade Sommer, also bei uns ist gerade richtig warm, aber wir werden in den Rauhnächten sein, wenn ihr das hier seht und was hier einfach mit dir natürlich von Anfang an da ist. Ist einfach diese totale, nicht nur Verbundenheit, das ist wie, da gibt's, ja, die Körper sind getrennt und natürlich ist es individuell, aber es ist so ein Einssein, ein so großes Herz, so eine große Dankbarkeit und auch eine große Demut in der großen Freude. Also es ist so eine riesen Bandbreite und ja, ich glaube, so dürfen wir auch auf das Jahr zurückschauen und die Einladung, die du gerade auch ausgesprochen hast, so das Göttliche, wie auch immer man dazu sagt, das zu wissen, auch da, wir sind immer angeschlossen, wir sind da immer, da sind wir, auch egal, wenn wir uns woanders hinreißen wollen oder ein Teil davon. Und dass wir ja damit in ein neues, nicht nur ein neues Jahr gehen, sondern in jedem Moment diese Übergänge, immer wieder dieses Ausatmen und Einatmen und Loslassen und neu kommt und immer wieder diesen Zweifel los und die Angst los und der Liebe und die Freude folgen. Also ja, da würde ich gerne ganz viele mit auf die Reise nehmen und ich weiß, dass das ja nicht unsere Reise ist, sondern von ganz vielen die Absicht ist, dass wir da sind. Wir heilen nur gemeinsam. Ich mag dir das Schlusswort gerne überlassen. Es hört sich komisch an, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt noch was von dir. Einer meiner Lieblingssongs ist wirklich Lieb dich und leb. Es sind so wenig Worte und da ist einfach alles drin. Magst du es kurz anstimmen noch? Du hast schon viel erlebt, du bist immer noch hier. Alles, was hier geschieht, das hast du mit kreiert. Du bist ein Teil vom großen Ganzen, bist so viel mehr, als du nur hast. Du kannst jetzt aufhören zu suchen, hast dich nur selbst vermisst. Du bist doch hier, um zu scheinen, komm, erinnere dich jetzt. Du bist das Wunder, auf das du immer gewartet hast. Ist es jetzt Zeit, Vergangenes loszulassen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen? Wer bist du wirklich?
Was wirst du erst vollbringen, wenn alle Mauern um dein Herz auftauen? Lieb dich und lieb, komm und lieb dich und lieb, hör auf dein Herz und ruf ein Ja in die Welt. Lieb dich und lieb, du bist alles, was zählt, sei bereit für dein Licht, du bist gut, wie du bist. Genau. Du bist gut, wie du bist. Yes, du bist der Schatz. Oh, was für eine große Freude und ein großer, großer Dank. Ihr Lieben, ihr habt natürlich den Link von der Ute, falls ihr den nicht sowieso schon habt und alles. Ich kann es euch einfach nur empfehlen, nicht nur, du hast wundervolle Videos, aber dich live zu erleben ist einfach nochmal ein Highlight. Ich danke dir so von Herzen für all das, was du scheinst und bist. Danke, mein Herz. Also im Scheinen, nicht in dem Scheinen. Ja, lass uns gemeinsam leuchten, genau. Ja. Okay. Ciao, ihr Lieben. Ich danke dir. Und ein gutes neues Jahr. Oh ja, oh mein Gott. Ein wundervolles neues Jahr.